Ja, wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es immer mehr Menschen gibt, die über ihren Tod hinaus gemeinnützigen Organisationen oder auch der Kirche etwas zukommen lassen möchten oder etwas spenden möchten, dass sie also einen Teil ihres Erbes, häufig eben einen Geldbetrag, was man als Vermächtnis bezeichnet, an gemeinnützige Organisationen oder an die Kirche geht. Das ist natürlich eine lange Tradition. Also wir haben natürlich gerade im Mittelalter, aber eigentlich bis in die Neuzeit, also eben im kirchlichen Bereich sehr viele Stifter und auch sehr viele Stiftungen. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer Form der Normalisierung zu tun. Menschen möchten am Ende ihres Lebens aus unterschiedlichen Motiven, Dankbarkeit ist ein wichtiges, der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Die Erfahrung ist, dass es tatsächlich ein Bedürfnis ist, was in der Gesellschaft also sehr breit inzwischen vorzufinden ist. Also Menschen möchten am Ende ihres Lebens etwas sichern, das bleibt über ihr eigenes Leben hinaus, und das hat eben nichts mit einem großen Spendenvolumen zu tun, sondern wir nehmen das also als einen gesellschaftlichen Trend wahr, der sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Na, in der Regel nicht. In der Regel würde man zunächst also mit Kirchgeldbriefen einsteigen, mit Spendenbriefen oder also mit besonderen Veranstaltungen. Aber natürlich sehen wir auch heute, dass Gemeinden Erbschaften und Großspenden bekommen von Personen, wo sie zunächst gar keinen Kontakt zu hatten. Also natürlich ist es eigentlich die Regel, dass es eben eine lange Beziehung ist, die sich aufgebaut hat. Wir sehen aber immer auch, dass eben Einzelspenden oder Einzelerbschaften an eine Organisation oder auch an Kirchengemeinden geht, wo die Kirchengemeinde dann überrascht ist, weil sie den Spender oder die Spenderin oder den Erblasser gar nicht kannte.